dieser Trading-Fehler wird dich extreme Gewinne kosten, beziehungsweise dir Verluste ermöglichen. Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist André, ich beschäftige mich schon seit mehreren Jahren mit dem Forex-Trading, CFD-Trading. In diesem Video möchte ich dir einen der häufigsten Trading-Fehler von Forex-Tradern zeigen. Diesen Fehler habe ich auch schon persönlich oft gemacht und habe dadurch sehr viele Verluste erlitten. Deswegen möchte ich euch diesen Fehler jetzt einmal zeigen. Wir schauen uns das erst in der Theorie an und dann schauen wir uns das einmal im Chart an. Und es geht darum, in der Mitte zu traden. Ja? Das bezieht sich besonders auf Ranges. Ja? Dieser Trading-Fehler bezieht sich wirklich auf Ranges, könnt ihr das anwenden. Allerdings auch auf viele andere Chart-Formationen, wenn ihr euch die Charts mal beobachtet. Also ich zeige euch jetzt erst das Theoriebeispiel und dann zeige ich euch das Ganze mal im Chart. Und es ist wirklich sehr, sehr schwierig, dort zu traden, wie ich das euch jetzt hier zeige. Und zwar haben wir jetzt hier mal eine normale Range. Ja? Das ist jetzt hier das Theoriebeispiel, das 1A-Beispiel, was ihr meistens niemals im Chart haben werdet. Also der Markt kommt hier hin, prallt ab und macht dann hier sowas, irgendwie sowas, zack, 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 macht hier wieder den, macht hier wieder sowas, so, zack, zack. So, jetzt haben wir hier natürlich kann er auch hier mal drüber schießen, drunter schießen, ja, so dass man hier die Levels hat. Oben haben wir Resistance, unten haben wir Support. So, welchen Fehler habe ich schon öfters gemacht? Das gilt genauso auch für das Volumen Trading, Volumen Profile, und zwar, dass man in der Mitte tradet. Ich meine damit diesen Bereich hier. Ich werde mal eine andere Farbe machen. Nehmen dieser Bereich hier. In diesem Bereich. Okay, man könnte vielleicht dann hier einen Buy-Level erkennen. Ja. Oder hier ein Buy-Level erkennen. Aber dort, wenn ihr dort jetzt hier reingeht zum Beispiel. Zack. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht, in der Mitte zu traden. Wo möchte ich am besten traden als Trader? Ich möchte hier an den Außenkanten handeln, ja, so wie man das hier sieht, an den Außenkanten, also hier oben, ja, und hier unten möchte ich kaufen. Mir ist völlig egal, was hier in der Mitte jetzt passiert. Wenn der Markt an diesen Levels kommt, die ich hier im Markt identifiziert habe, gehe ich rein. Erstens mal, warum ist es so? Weil ich habe hier erstens ein größeres CRV, zweitens bessere Bestätigung auf jeden Fall. Schaut euch dazu mein Video an, meine Entdeckung nach 10.000 Stunden Forex Trading, verlinke ich euch oben in der Beschreibung. Da meine ich nochmal das mit der Bestätigung, erkläre ich das nochmal genauer. Bessere Bestätigung haben wir dadurch und große Spieler, Banks, nenne ich mal, positionieren sich immer an der Außenkante, ja, mit großen Positionen. Außen, ja, es macht nicht so extrem Sinn, hier sich in der Mitte zu positionieren. Ja, natürlich passiert das auch, aber nicht so häufig, als wie hier an den Außenkanten. Warum? Weil wir hier dann schon einen intakten Trend zum Beispiel hätten. Und wenn wir diesen Trend umkehren, haben wir natürlich hier an diesen Außenkanten immer mehr Orders als wie in der Mitte. Ja, müsst ihr euch vorstellen, wir haben hier an diesen Hochs und Tiefs immer mehr Liquidität, mehr Orders. Und deswegen ist es da auch interessant dafür, Banken an den Außenkanten reinzugehen. Ja. Und in der Mitte ist es wirklich extrem, extrem schwierig, weil in der Mitte auch Positionen werden da geschlossen. TPs werden genommen, also Profite werden genommen und man kann das nicht so wirklich sagen, wo geht der Kurs demnächst hin. Deswegen empfehle ich das wirklich nur hier, ich mache es euch nochmal rot, ja, hier an den Außenkanten zu traden. Ich hoffe, das ist verständlich jetzt hier mit der Zeichnung. Auch wenn ihr jetzt hier ein Top-Level habt, ich würde da niemals reingehen in der Mitte. Ich habe da schon so, ja, also wirklich viele Verluste erlitten, die hätten nicht sein hätten müssen, ja. Okay, schauen wir uns das aktuell mal im Chart an. Und zwar Pfund-US-Dollar habe ich jetzt hier rausgelegt. Okay, wir sind jetzt hier im Abwärtstrend, aber in der Vergangenheit erkennen wir jetzt hier nochmal hier oben zum Beispiel das ganz gut. Hier haben wir zum Beispiel eine Range, ja. Wenn ich das hier markiere mal,
hier oben und hier unten dieser Bereich. Ja, also wenn ich mir das so anschaue, wo möchte ich traden? Ja, okay, jetzt sehen wir hier, der Markt prallt hier in der Mitte ab. Für mich aber persönlich ein No-Go-Trade, ein No-Go-Trade, weil wir hier in der Mitte sind. Ja, es kann ja natürlich sein, der Markt läuft auch noch komplett von oben bis nach unten durch. Und das ist meistens die Markteigenschaft, dass er halt von der einen Range zur anderen Range komplett durchläuft. Ja, und das sehen wir auch hier, zack, kommt runter. Okay, jetzt geht er hier ein bisschen nach oben an der Moving Averages, ist er dran, alles klar. Einige wären jetzt hier reingegangen. Okay, hätte sogar geklappt, dass er jetzt hier nach oben weiterhin durchläuft. Okay, für mich aber persönlich kein variabler Trade. Ich hätte eher darauf gewartet, auf diese Stelle, ja, wenn der Markt hier hochkommt, okay, er kommt hier hoch, bricht sogar noch das hoch, kommt aber wieder zurück. Alles klar, jetzt weiß ich, ja, ich gehe hier rein, ich gehe rein und shorte. Ja, mein Ziel ist natürlich hier unten dieser Bereich. Und diesen Bereich hat er dann auch deutlich durchgehauen. Ja, seht ihr hier, zack, zack, ordentlich durchgehauen. Also wäre ein Trade natürlich möglich gewesen, so wie hier unten dieser Long Trade. Ja, ihr müsst immer diese Range euch anschauen, wo ist die Range und in der Mitte traden. Meiner Meinung nach keine gute Idee. Man erhöht nämlich seine Trefferquote extrem, wenn man nur an den Außenkanten tradet. Probiert selber aus. Ich denke, der eine oder andere hat damit schon Erfahrung gemacht und das ist so eine kleine Regel von mir, nicht in der Mitte traden, ja. Die Ranges sind hier gerade nicht so optimal hier beim Pfund. Ja, hier unten sieht man das nochmal, als dieser Brexit-Vote war. Hier zum Beispiel, hier kam man immer wieder hin. Hier ist eine Range. Hier unten ist die Range, ja. Okay, ja, jetzt sind wir hier. Auf einmal öffnet er da draußen, ja. Kommt zurück. Okay, ich gehe natürlich long bis hier oben. Alles klar. Kommt wieder zurück in diese Range, ja, in dieses Level. Okay, hier kann man wieder reingehen, bis nach oben. Ja. Aber wenn er dann hier in der Mitte ist, ich würde da nicht reinshorten, sondern wirklich warten, bis er hier an die extremen Punkte läuft, hier oben. Ja, so wie ich das eingezeichnet habe. Hier sieht man das natürlich auch wieder. Man sieht immer diese Ranges hier. Ja. Hier. Und wenn ihr dann in der Mitte seid, da würde ich niemals traden. Dann geht ihr vielleicht hier long rein, geht ein bisschen hoch, da läuft er direkt wieder gegen euch. Ihr kriegt Schiss, geht raus aus der Position, ja. Oder ihr geht dann hier rein, ja, und dann habt ihr einen schönen Loss. Ja, oder geht hier rein, habt ihr auch einen schönen Loss. Also wirklich drauf warten, auf die Außenkanten, bis er da ist, ja. Okay, alles klar, das war es eigentlich zu diesem Video. Das war ein kleiner Trading-Fehler. Achtet wirklich drauf, auf die Außenkanten, so wie ich das hier eingezeichnet habe. Wünsche euch viel Erfolg beim Traden. Und wer noch einen wirklich günstigen Broker sucht, findet meinen Forex-Broker-Vergleich unten in der Beschreibung verlinkt, sowie den Link zu meiner, ja, zu meinem Trading-Lernkurs findest du auch unten verlinkt. Ich danke dir fürs Zuschauen, würde mich über ein Abo freuen und empfehle dieses Video gerne weiter. Lass einen Kommentar da. Und das war jetzt hier nochmal ein kleiner Trick für dich, dass du bessere Erfolge hast im Trading. Ich bin raus und damit sage ich Ciao.